Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu diesem Ausblickvideo hier auf dem Seekraut-Kanal. Bei World of Warships geht's gerade Schlag auf Schlag. Da gibt's eine Information nach der nächsten und dementsprechend gibt's auch unsere Videos. Und ich habe euch jetzt vor kurzem das Video released. So wird die Zukunft von World of Warships, und schon hat World of Warships Neuigkeiten dargelassen, nämlich die ersten 4 Schlachtschiffe der Italiener released sozusagen, also die, nee, nicht released, das ist das falsche Wort, aber die Daten dargelassen, und da wollen wir uns mal ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen. Das erste Schiffchen blende ich euch jetzt hier gerade schon ein. Ihr kennt ja, wenn ihr das erste Video gesehen habt, so wird die Zukunft von World of Warships, dann schon die ganz grundlegenden Sachen. Die Schlachtschiffe werden SAP-Granaten haben, sie werden Abgas-Nebelgenerator haben, aber jetzt kommt noch ein bisschen mehr dazu, sie werden im Durchschnitt mehr Rohre haben, aber ein kleineres Kaliber als ihre Pendants auf der gleichen Stufe. Sie werden relativ gut gepanzert sein, die Türme werden sich relativ schnell drehen können, aber die Streuung der Geschütze wird nicht so angenehm sein. Hier redet man die ganze Zeit von Sigma 1.6. Das ist ungefähr das, was die Alsas aktuell im Spiel zum Beispiel hat. Wir erinnern uns, die Pommern hat sogar nur 1.5 bekommen. Aber das Problem ist eben, man muss eben diese SAP-Granaten balancen. Und das kann ich aus World of Warships Sicht schon ein Stück weit verstehen, weil diese Granaten eben sehr, sehr leicht Schaden machen. Ich finde es persönlich die langweiligste Granate in World of Warships, weil es passiert nichts beim Einschlag. Da gibt es einfach nur Schadentank, Puff, man hat sein Band und fertig. Bei HE hat man immer noch diesen kleinen Lächeleffekt, wenn man dann einen Brand gelegt hat oder so eine Sachen. Ihr wisst, wie ich es meine, ne? Bei AP ist man richtig glücklich, wenn man richtig Schaden rausgehauen hat, weil es eben anspruchsvoller ist. Bei SAP, da schieße ich auf dünne Panzerung und dann habe ich eben mein Drittel Damage, ne? Das ist eben so ein bisschen diese ganze Geschichte, die mich daran so ein bisschen schon mal, naja, mich nicht super zuversichtlich, also so richtig happy, yeah, die Italiener kommen, klar, die sehen geil aus, die sind einfach in ihrer Art speziell, aber ich persönlich mag die SAP-Granaten in Summe jetzt nicht so super mega einfach, ne? Weil sie eben nicht so anspruchsvoll ist. Oder irgendwie was Spezielles gibt, sage ich jetzt einfach mal. Aber es ist natürlich nicht nur das, sondern es wird auch eine Sekundärbewaffnung geben bei den Schiffen, die aber eine sehr kurze Reichweite haben wird, aber dafür eine sehr hohe Genauigkeit. Ne? Also wir reden dann hier beim T10-Schiff, glaube ich, von 5 km Sekundärreichweite, dafür aber eine sehr hohe Genauigkeit. Die Sekundär wird übrigens HE schießen, haben sie schon gesagt. Die Grundschussreichweite der Hauptgeschütze wird sehr kurz sein. Ich glaube, wir haben bei T10 um die 18 Kilometer Schussreichweite. Das ist noch ein Punkt, den wir noch ernennen können. Dann wird es eine sehr anständige Tarnung geben. Das heißt, man kann sehr weit runter skillen. Nicht so weit wie bei den Briten, denke ich mal. Aber das sind eher sowieso nur die Work-in-Progress-Daten, die wir jetzt hier haben. Am effizientesten werden diese Schiffe so sein wie die Deutschen eigentlich, ja. Im mittleren Entfernung und nahen Entfernung eben. Denn auch die Panzerung, wie ich schon gesagt habe, ist nicht von schlechten Eltern. Es wird auf jeden Fall so eine Eisbrechpanzerung geben, wurde zumindest im Stream gesagt. Hier in unseren Bildern können wir das noch nicht sehen. Aber sobald die Schiffe bei mir im Hafen stehen, gibt es natürlich definitiv ein Seekrauts-Video hier zu den Schiffen. Fangen wir mal an, gucken wir uns mal das italienische Schlachtschiff Andrea Doria an. Ich freue mich drauf. T6-Schiff, ja, ist auch eine Stufe, die ich ganz gerne fahre. 45.000 Trefferpunkte, 26 mm Panzerung, wie üblich. Ist am Ende eine Giulio Cesare auf T6, kann man sagen. Ne? 17,2 Kilometer können wir weit schießen. SAP und AP-Granaten sind dabei. 9.700 Alpha-Damage bei der AP-Granate. 10.250 Alpha-Damage bei der SAP. 82 mm Durchschlagung mit den SAP-Granaten. Ist also schon mal interessant. Jeder Zerstörer ist Mode. Jeder Kreuzer, der ein bisschen dünner gepanzert ist im oberen Bereich, ist sofort Mode. Und die Schlachtschiffe Aufbauten, Bug und Ende. Quasi das gleiche wie bei den Kreuzern jetzt. Haben wir uns mal falsch positioniert, ziehen wir dann einfach unseren Abgas-Nebelerzeuger. Und der ist bei dem Schiff hier 45 Sekunden lang aktiv und kann bei voller Geschwindigkeit gezogen werden. Ja, und man ist dann verhüllt. Ne? Allerdings muss man halt aufpassen, wenn man im Nebel steht und schießt oder im Nebel fährt und schießt, geht man 10,6 Kilometer im Schiff auf. Dann kann man bei der Flak so ein bisschen reingucken. Wir haben hier Kurz-, Mittel- und Langstrecke bis 4,6 Kilometer nur. Also die Flak wird definitiv kein Aushängeschild bei den Italienern werden, weil sie generell eher eine kurze Reichweite haben. Auch wenn der Schaden ja so im Moment eher durchschnittlich aussieht. Ne? Also nicht mit den Amerikanern zu vergleichen, die jetzt zum Beispiel mit dem Update 098 dann ins Spiel kommen könnten. Wie gesagt, sekundär habe ich schon so ein bisschen
erwähnt, dass sie nur sehr kurze Reichweite haben wird. Wir haben für die 180 Grad Wende bei den Hauptgeschützen 36 Sekunden, maximale Streuung 235 Meter, Sigma 1.6, Nachladezeit 30 Sekunden, also das sind noch normale Werte. Verbrauchsmaterialien, Slot 1 Schadensbegrenzungsteam, Slot 2 Reparaturmannschaft und dann in Slot 3 eben der Abgasnebelerzeuger. Wenn ich jetzt hier Werte vergesse, die ihr gerne noch gewusst hättet, weil ich kann jetzt hier nicht auf jeden Wert total einzeln eingehen, weil ich alle Schiffe euch zeigen möchte in einem Video und nicht vier daraus machen möchte, dann einfach kurz fragen. Ich werde euch auch den Originalartikel von World of Warships Development Blog unten verlinken. Da könnt ihr die Daten dann auch nochmal nachgucken, wenn ihr denn möchtet. Kommen wir weiter zum T7-Schiff. Francesco Caraculio oder so in der Art wird er wohl ausgesprochen. 54.500 Trefferpunkte. 4 Türme, A2 Rohre, 381 mm. Also da haben wir dann Kaliberanstieg um 61 mm. 17 km weit können wir schießen. AP sind 12.000 Alpha Damage, SAP sogar 14.050. Wie gesagt, Work in Progress. Die Minusgeschwindigkeiten 850 Meter für AP, für SAP 880 Meter. Das heißt also, wir haben auch einen relativ direkten Schuss für ein Schlachtschiff wohlgemerkt. Die Durchdringung der SAP-Granate wird 96 mm betragen. Also, wie gesagt, meiner Meinung nach einfach eine starke Geschichte. Auch da 30 Sekunden für die 180-Grad-Wende. Die Nachladezeit beträgt 28 Sekunden, weil wir hier halt auch nur 8 Mumpel in der Luft haben. Ne? Deswegen ist das wahrscheinlich so. Sigma 1.6. Flakbewaffnung ist sehr ähnlich aufgestellt wie bei dem T6-Schiff. Bis 4,6 Kilometer geht's hoch. Wir haben auch wieder Explosionen dabei und so weiter. Aber wie gesagt, 4,6 Kilometer ist wirklich eine Flakreichweite. Die ist bei anderen Schiffen eher der mittlere Bereich. Hier ist es dann der Langstreckenbereich sogar. 29 Knoten schnell, 740 Meter Wendekreis. 14,3 Sekunden dauert es, bis sich das Ruder von Mitte ganz nach links verstellt hat und so weiter. Dann geht's weiter mit der Oberflächenerkennbarkeit. 13,3 Kilometer. Und wenn ihr im Nebel steht und schießt, 12,3 Kilometer auf T7. Dann habt ihr 3 Slots, Schadensbegrenzungsteam, Reparaturmannschaft, Abgas, Nebelgenerator. Auch da 45 Sekunden lang aktiv. Ne? Wenn man sich mal falsch positioniert hat, kann man sich mit dem Nebelgenerator dann auch wieder aus dem Fokus ziehen, wenn man nicht selber im Nebel geschossen hat mit den Hauptgeschützen. Ne? Ganz wichtiger Punkt. Das wird hier sicherlich sehr, sehr große Rolle spielen. Dann geht's weiter zur Vento. Am Ende eine Roma, sozusagen, ist die gleiche Klasse an Schiff. Und da haben wir dann 64.800 Trefferpunkte. Grundpanzerung ist auch da, wie typisch für T8, 32 mm. Wir haben 3 Geschütze, 3 Rohre, 381 mm. 18,1 Kilometer schießen wir weiter. Das ist, glaube ich, sogar so ähnlich wie bei der Roma. Wir haben auch hier AP und SAP dabei. Der Schaden erhöht sich nicht auf der Stufe. Ne? Also ist der gleiche Schaden wie bei dem T7-Schiff. Auch die Mündungsgeschwindigkeiten, die Penetration der SAP-Granaten, Nachladezeit, Turmdrehzeit ist gleich, wobei nicht ganz, die Nachladezeit der Geschütze ist auf 30 Sekunden hochgegangen. Also von 28 gehen wir jetzt auf dann eben 30 Sekunden. Wir haben auch eine Granate mehr in der Luft im Vergleich zum T7-Schiff, ne? Und wir sind eigentlich eine Stufe höher. Sigma 1.6 hatte ich eben schon gesagt. Zur Sekundär auch hier wieder relativ kurze Reichweite, 4,5 Kilometer. Anfangsgeschwindigkeit 860 Meter. Wir haben hier HE-Granaten dabei. Das hatte ich ja initial schon mal gesagt. Keine SAP-Granaten für den Fall, dass ihr das wissen wolltet oder vermutet habt. Auch hier geht die Flak nur bis 4,6 Kilometer hoch als maximalstes auf der Langstrecke. Das heißt, die ganzen anderen Bereiche sind dann halt entsprechend schmaler. Wenn das Flugzeug erstmal so nah rankommt und wirklich in den Flakbereich ist, dann ist es sicherlich gar nicht unbedingt so uneffizient. Aber er kann halt sehr, sehr lange anfliegen, ohne beschossen zu werden. Ne? Und auf 6 Kilometer bist du normalerweise schon im Abwurfmodus mit Torpedos. Ja? Höchstgeschwindigkeit 30, Wendekreis 810 Meter. Dann haben wir Ruderstellzeit 15,5. An der Oberfläche werden wir 14,9 Kilometer weit entdeckt. Hier können wir ja das Tarnsystemmodul schon einbauen und den Kapitän skillen. Ne? Also können wir über den Daumen 3 Kilometer runter skillen hier schon. Da sind wir bei 12 und dann kommt die Tarnung noch dazu. Dann sind wir halt kurz unter 12 Kilometer Sichtbarkeit. Das ist, denke ich mal, ganz in Ordnung. In Verbindung dann halt auch mit dem Abgasnebelgenerator. Also eine ordentliche Sache. Wenn ihr im Nebel steht und schießt, 13,7 Kilometer. Aus der Luft werdet ihr aus 10,7 Kilometer entdeckt. Slot 1, Schadensbegrenzungsteam. Slot 2, Reparaturmannschaft. Slot 3,
Abgas- und Nebelerzeuger und dann kommt noch ein Slot 4 dazu, Jäger oder dann Aufklärer, um dann weiter schießen zu können. Das ist jetzt hier bei T-800 das erste Mal dabei. Man kann also davon ausgehen, dass es dann auch ein T-9-Schiff geben wird, was darauf quasi aufbaut. Sie haben im Stream gesagt, das T-9-Schiff wird einen Turm mehr haben als die Veneto und wahrscheinlich die ähnlichen Verbrauchsmaterialien. Da wird die Nachladezeit aber dann wahrscheinlich schon kontinuierlich hochgehen, weil wir bei dem T-10-Schiff, was ihr jetzt seht, nämlich den Cristoforo Colombo, Stufe 10 Schlachtschiff, eben dann auch eine ganz lange Nachladezeit bei den Türmen haben werden. Aber der Reihe nach. Wir haben hier 4 Türme, A4 Rohre, 381 mm, also auch ein deutlich kleineres Kaliber als das, was normalerweise auf den Stufen üblich ist. Ja, also selbst ein Kurfürst hat 406 Minimum. Ja, so in der Richtung muss man sich ja das mal so ein bisschen orientieren, so ein bisschen zurechtlegen. 18,9 Kilometer weit schießen wir, AP 12.000 Schaden, SAP 14.050, ist genauso wie das, was wir eben schon auf T7 sogar dabei haben bei den Granaten. Auch da 96 mm Durchdringung der SAP-Granate bei der Panzerung und jetzt kommt's, Nachladezeit der Hauptgeschütze 38 Sekunden, das heißt 2 Sekunden kürzer als die amerikanischen Schlachtschiffe, Work in Progress. Ja, Wendekreis, Wendezeit für die Geschütze 30 Sekunden, also super schnelle Drehzeit für die Hauptgeschütze, für Schlachtschiffe wohlgemerkt. Dann haben wir die Streuung auf 251 Meter hier festgelegt, horizontal, und dann gibt es einen Sigma-Wert von 1,6. Bei der Anzahl der Granaten, 16 in Summe, wird sich Sigma 1,6 aber, denke ich mal, nicht so negativ auswirken, wenn der Sigma-Wert so bleiben wird, weil die Masse der Granaten eben das dann wieder wettmacht. Ne? Eine Alsas hat nur 12 Mummeln in der Luft und die wirkt auch mit Sigma 1,6 und funktioniert. Ne? Und hier haben wir SAP-Granaten, die dann nochmal so viel extra Damage raushauen. Das wird also eine richtig krasse Geschichte. Ich glaube, das wird noch schwerer zu balancen als manch andere Schiffe in World of Warships, weil SAP einfach, wenn du die richtigen Ziele bekämpfst, dann ist SAP einfach ultimativ stark. Fährt ein Kreuzer Breitseite und du stehst da mit deiner Colombo und kannst da mal so richtig reinbrettern, weil der irgendwie auf 40 Kilometer aufgeht, ja, dann haust du dem einfach mal eine riesen Granatenschelle da rein, ja. Vielleicht kommen die One-Hit-Wonder der Kreuzer wieder zurück. So, ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, ja, aber wir müssen mal gucken. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Vor allen Dingen, wie die Schiffe sich über die Testphasen verändern werden. Dann haben wir auch hier Sekundärbewaffnung. Hier kommen wir dann auf diese 5 Kilometer, die ich schon am Anfang mal gesagt habe. Auch die Flak, selbst auf T10, kommt nicht über 4,6 Kilometer hinaus. Wir haben jetzt hier auf der mittleren Reichweite einen kontinuierlichen Schaden von 406, auf der kurzen Reichweite von 245 und auf der Langstrecke, ich muss mich hier gerade mal durchwuseln, 186. Ja, die Schäden an sich, also der kontinuierliche Schaden an sich, der ist kein schlechter, aber eben wieder die Reichweite, die das Problem dann darstellt. Aber irgendwo müssen die auch ihre Schwächen haben, wenn die eine verlässliche Panzerung haben. Zitadelle soll unter Wasser liegen, zum Beispiel haben sie im Stream gesagt. Ne? Das Deck soll mit 54 mm oder 55 mm gepanzert sein. Also auch jetzt nicht gerade schwach, ne? Im Vergleich zu anderen Nationen. Sogar besser als die Yamato, die hat 54 mm, also Millimeter weniger, wenn ich mich recht entsinne, oder 53 in die Richtung. Also von der Sache her scheinen die gut gepanzert zu sein, niedrig erkennbar zu sein. Sie sind nicht die schnellsten, haben nicht größte Reichweite, sind auch nicht super genau. Aber sie sind mit SAP halt auch saumäßig gefährlich, wenn man da mal sich falsch positioniert hat. Ja, 29,6 Knoten fährt dieses Schiff. Dann haben wir 960 Meter Wendekreis stehen hier. 18 Sekunden Ruderstellzeit. 16,4 Kilometer geht das Schiff an der Oberfläche auf. Ja, das heißt, wir haben schon mal 3,2. Ja, dann haben wir so 3,5, 3,6 Kilometer kann man davon abziehen, ja, wenn wir komplett auf Tarnung bauen sollten. Erkennbarkeit zur Luft 13,9 Kilometer und wenn ihr im Nebel steht oder fahrt mit eurem Schiff, ich sage immer steht, ne, ist man noch gar nicht so richtig gewohnt, vor allen Dingen zu einem Schlachtschiff, dann geht ihr 15,1 Kilometer auf. Das ist halt auch wieder so eine, das wird sicherlich eine richtig krasse, anstrengende Geschichte für euch, weil ihr wirklich überlegen müsst, wann zündigt diesen Nebel, ja, denn wenn ihr kurz vorher erst geschossen habt, dann seid ihr im Nebel ja trotzdem erkennbar, ne, also innerhalb dieser paar Sekunden. So, und dann kommen wir noch zu den Verbrauchsmaterialien, die ihr hier eben drauf habt. Slot 1 Schadensbegrenzungsteam, Slot 2 Reparaturmannschaft. Und dann geht's weiter. Abgasnebelerzeuger, 45 Sekunden dauert, 10 Sekunden ist dann diese Nebelwolke, die dann steht, immer aktiv.
Und ja, ihr habt drei Ladungen dabei und in Slot 4 dann eben den Aufklärer respektive das Kampfflugzeug, je nachdem, was ihr dann eben sehen wollt. Ja, das ist es schon, was man aktuell zu den verschiedenen Schlachtschiffen hier sagen kann. Wir können nur T6, 7, 8 und 10 aktuell zeigen. Ich zeige euch einmal nochmal die Übersicht, die wollte ich euch eigentlich am Anfang zeigen, aber hier sieht man dann auch, wie die ganzen anderen Schiffe heißen werden. Lepanto zum Beispiel auf T9 oder Dante Alighieri oder so, ja, auf T4 und offensichtlich wird es kein T3-Schlachtschiff geben, ja, also auch so ein Ding, was quasi ein bisschen überraschend ist sozusagen. Gut, das war schon der allererste Eindruck, den ihr von den Schlachtschiffen jetzt haben konntet. Ich hoffe, das war für euch so in Ordnung. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben lassen, Kanal abonnieren, weiterempfehlen, euren Freunden und Freundinnen, die World of Warships spielen, Videos auf YouTube, Livestreams auf Twitch, geschriebene Artikel auf Facebook und alles zusammen bei uns in unserem Community-Discord. Also, bis zum nächsten Mal, euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.